Yo, ho, ho, Leute, und herzlich willkommen zum 8. Türchen des C-Squad Adventskalenders 2018. Und heute gehen auch wieder drei Preise raus an euch. Und das wäre einmal Preis Nummer 1 wäre ein Handschuh-Key, also ein Glove-Key. Dann Preis Nummer 2 wäre eine Noah Hyper Beast in Field Tested, glaube ich. Ja, Field Tested ist die. Und der dritte Preis wäre eine M4A1S Dezimeter in Minimalware. Muss ich kurz überlegen. So, die Gewinner von gestern setzen wir heute wieder aus und die von heute sind dafür morgen nicht mit dabei. Und weil mich noch ein Dude gefragt hat in den Kommentaren, was muss man dafür tun, um die MP5, also diesen Skin zu bekommen. Man muss 250 XP bekommen, hier steht's, ja. Ich verstehe nicht, warum das immer das Ganze. 250 Punkte einfach im Modus erspielen und dann hast du die MP5. Ich habe sie sogar schon bekommen. Habe ja vorhin ein paar Runden gespielt, habe auch schon zwei Wins. Aber das Ding ist halt nichts Besonderes, sage ich. Aber gönnt euch, sind trotzdem 70 Cent, was ihr auf dem Steam-Markt verkaufen könnt. So, Preis Nummer 1 war ja der Key, der Handschuh-Key. Der geht heute raus an den Pascal Becker. Nice Video. Danke, Mate. Glückwunsch an dich. Der zweite Preis war ja die Nova Hyper Beast in Field Tested. Und die geht heute raus an den Julian Riedel. Santa Elmo, yo, ich bin's, Alter. Glückwunsch auch an dich. Und der dritte Preis war die M41S Dezimeter in Minimalware und die geht heute raus an den The Suspect. Cooles Video trotzdem. Danke, danke. Glückwunsch auch an dich. Die Gewinner werde ich dann unter den Kommentaren des gestrigen Videos kontaktieren. Dort antwortet ihr mir dann einfach mit eurer Trade-URL und ihr werdet euren Preis die nächsten paar Stunden oder vielleicht auch morgen bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann nachher noch zu Hause bin. Kann sein, dass ich weg muss. Und für all die Dudes, die heute zum ersten Mal einschalten und sich fragen, yo boy, wie kann ich hier teilnehmen? Das ist ganz einfach, ihr müsst ein Abonnent meines Kanals sein, dieses Video hier positiv bewerten und einen Kommentar unter diesem Video schreiben und schon seid ihr bei der morgigen Ziehung mit dabei. Und bevor ich jetzt das Video auch schon beende, habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar habe ich ja wie gesagt vorhin schon ein paar Runden vom Danger Zone gezockt. Und das Ganze ruckelt irgendwie, es läuft halt nicht flüssig, es ist irgendwie ein bisschen komisch. Das ist meine Frage an euch, ist es bei euch auch so oder leckt es bei mir nur irgendwie, habe ich da vielleicht irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, aber der Game-Modus, er bockt richtig, finde ich. Es ist gerade ein bisschen länger, könnte dann noch dauern, vielleicht ein paar mehr Leute, aber ich finde das ist für Cisco, das ist eigentlich ziemlich nice, ne? Ach ja, und bevor ich noch vergesse, am 24. Dezember gibt es noch einen Hauptpreis für die Leute, die es noch nicht wissen. Es ist ein Bowie Knife Knight in Minimalware mit einer relativ guten Float. Man kann hier so gut wie keine Scratches erkennen. Und das werde ich ja dann am 24. Dezember raushauen, weil ich es auch schon so oft gefragt werde, boy, wie werden die Gewinner gezogen oder von welchem Video werden die Gewinner gezogen? Und das Video, wo ich voraussichtlich den Gewinner vom Knife ziehen werde, ist im Moment also der erste Teil, Türchen Nummer 1, das wäre dieses Video hier. Das ist das Video mit den momentan meisten Kommentaren, weil wie gesagt, ich möchte ja bei dem Knife, dass so viele Leute wie möglich eine Chance auf das Knife haben. Und mit 191 Kommentaren ist Teil 1 oder Türchen Nummer 1 das Video momentan mit den meisten Kommentaren. Von hier werde ich voraussichtlich den Gewinner vom Knife ziehen. Nur, das kann sich ja noch ändern. Wenn ein Video in den kommenden zwei Wochen jetzt noch mehr als 191 Kommentare bekommt, dann wird es das andere Video. Aber jetzt ist es momentan voraussichtlich dieses Video hier. Jo, den Boy kenne ich von irgendwo. Lol. Dann war es dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich sage nur noch ciao und bis morgen. Euer Santa Elmo. Viel Glück.